Nach der letzten Folge waren einfach mal alle hin und weg. Kann man einfach auch total verstehen. Aber es muss natürlich auch weitergehen. Und die Folge an sich selber, muss ich wirklich sagen, war wieder gut produziert. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich so jede Folge aussehen sollte. Wenn ihr euch mal diese Folge anschaut, genau so muss sie aussehen. Ohne Witz. Ich fand die Folge gut. Das war jetzt keine Hochproduktion, aber es war Standard eigentlich. Das sollte ein Standard sein, aber das wird es nicht immer geben. Also genießt die Folge. Und deshalb erstmal willkommen zu meiner Review zu Black Clover Folge 101. Die Folge an sich selber muss man nochmal eins sagen, dass die ersten 5 Minuten irgendwie das gleiche war, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Sagen wir mal so 2 Minuten, okay? Weil eine Opening, dann hatten wir diesen einen normalen Anfang, den wir ja kennen. Ihr versteht, was ich meine. Was an sich jetzt irgendwie jetzt nicht zu bestrafen ist, aber wir sahen halt nochmal kurz den einen letzten Aspekt der letzten Folge, den Fight gegen Licht. Und dort war halt am Ende so, dass halt eben Licht wieder runtergekommen ist zu diesen einen Riesenstein und dort haben sich dann alle wieder getroffen, die letztendlich zu Elfen geworden sind, also die von den Ritterorden. Die haben sich jetzt alle in Bewegung gesetzt. Man muss auch sagen, zu Licht selber, der hat geredet, aber an sich kann man noch sagen, der ist nicht wirklich wach, also die Seele in ihm drin, der ist noch lange nicht wach. Da muss man also noch im großen Ganzen erstmal warten und wahrscheinlich ist auch seine genaue Kraft ebenfalls noch nicht richtig erwacht. Also das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, das war in großer Wahrscheinlichkeit noch nicht mal alles, denn wir müssen auch noch bedenken, dass Licht kein Grimoire hat, ne? Also ist alles noch nicht da und ja, auch dieses Grimoire hat er ebenfalls nochmal angesprochen. Er meinte da nochmal ganz natürlich, dass das nicht sein Grimoire mehr ist und das war für ihn eigentlich schon längst erledigt. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, die haben sich in Bewegung gesetzt, alle miteinander und ja, die sind halt in Richtung Königreich geflogen mit diesen Riesensteinen, ne? Also es ist halt so das, was halt eben passiert ist. Dessen sah man halt eben, wie Asta wach geworden ist. Der war ja ohnmächtig und alle waren ja auch wirklich kaputt, ne? Wir sahen da auch wiederum Zora, Mereleona, die wirklich selbst verletzt war. Und wir sahen auch Nozzle. Nozzle, der ebenfalls wirklich hier seinen Charakter auf 180 Grad meiner Meinung nach komplett geändert hat. Ich meine, wir kennen Nozzle, der war immer arrogant, der war immer irgendwie drauf, aber hier war der wiederum ganz anders. Denn klar ist, dass Asta sich verletzt hat, er hat eine Wunde, das sind Schmerzen, die er eben besitzt. Genauso wie halt eben Mimosa und auch eben Yuno. Und hier kam dann halt eben so im Spiel, dass Nozzle zu Asta gegangen ist und denen so eine Art magische Werkzeug hinterlassen hat, damit die sich alle heilen können. Was ich ziemlich nice fand von dem. Also, da sieht man, der Typ ist echt korrekt. Leute, das ist eigentlich cool. Man muss halt auch wirklich sagen, Nozzle hat auch in dieser Folge richtig angesehen, was für eine Kraft eben Asta hat, auch wenn er keine magische Kraft besitzt. Er hat ja nämlich gesehen, dass Mereleona auch wirklich schwer verletzt ist und Asta hat es ebenfalls überlebt. Also da hat er ihn wirklich anerkannt, muss man auch noch wirklich sagen. Auch in dieser Zeit kam halt eben Noelle zurück mit Kirsch. Die beiden haben sich halt, ja, sagen wir mal, sicherlich nochmal verzogen können, haben nochmal darüber gesprochen, dass Luck ebenfalls ein Elf geworden ist. Aber hier hat dann Noelle wirklich hochgesprochen und gesagt, dass alles wirklich wieder normal werden kann, denn sie wusste auch, beziehungsweise sie hat ja gesehen, dass Yuno ebenfalls irgendwie die Kraft eines Elfen hat, aber dennoch wieder normal geworden ist. Also sie hat hier schon so ihren Mung rausgeholt und wirklich gesagt, was Sache ist und dass man eben die Elfen, beziehungsweise die Menschen wieder zurückholen kann. Also damit hat sie sogar schon viel versicherte Sachen gesagt und Nozzle war da auch wiederum so. Er hat gegrinst, muss man hier nochmal erwähnen. Also das wird schon ziemlich interessant, aber es ging ja auch dessen weiter, ne? Wie gesagt, erstmal alle sind natürlich losgegangen. Nozzle hat dann eben einen Anruf bekommen, dass halt eben das Königreich angegriffen werden von Elfen und dessen haben sie sich halt in Bewegung gesetzt und sind halt eben unterwegs zum Königreich, was dann geschehen ist. Es ist nämlich so, das Dorf Hage wurde nämlich ebenfalls von einem Elfen angegriffen, der halt irgendwie Giftmagie benutzen kann, im Großen und Ganzen Giftpflanzenmagie und ja, der greift wirklich alle Leute an, die da wohnen. Und das ist wirklich ernste Sache. Wir sehen hier einfach, wie der Papst, also der Priester, irgendwie auf dem Boden liegt, verletzt, vergiftet, am Sterben liegt, alle wirklich, die Kinder haben Angst. Leute, das ist wirklich eine harte Sache. Und Schwester Lilly rettet quasi alle Kinder noch, beziehungsweise sie tritt eigentlich so gegen diesen Elfen eigentlich sogar noch entgegen, was ich wirklich eigentlich nur nice finde von der. Es war halt wirklich schwierig. Sie kommt nicht gegen diesen Typen an, man merkt es komplett. Sie merkt auch, dass dieser Elf diese Menschen töten möchte. Sie hat es aber im Großen und Ganzen auch nicht so wirklich verstanden, warum man das irgendwie macht. Und in der Zeit ist es dann halt so irgendwie passiert, dass auch Asta und halt eben auch Yuno gescheckt haben, dass es Hage, das angegriffen wird. Und die haben auch Nozzle gefragt, ob die da runtergehen dürfen, was Nozzle dann halt im Großen und Ganzen auch erlaubt hat, dass nur die beiden dahin gehen.
reingehen dürfen, weil das ist auch deren Zuhause. Und indem halt beide runtergehen durften, ist es halt so gewesen, dass Noelle ebenfalls mitgehen wollte, was Nosel verboten hat, weil er meinte halt, dass Noelle ein Hochadel ist und sie nämlich verpflichtet ist, das Königreich bzw. deren Zuhause zu schützen, was sie akzeptiert hat. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass Nosel respektabel über Noelle gesprochen hat, denn er hat immer respektlos über sie geredet. Ich glaube, hier ändert etwas und ich glaube, Leute, hier wird irgendetwas passieren, was unglaublich sein wird. Aber mal abwarten, denn es ist halt so, wir kommen zurück zu Hage und es ist halt wirklich so, dass auf einmal Nash angefangen hat, irgendwie nach vorne zu treten. Er wollte diesen einen Elfentypen angreifen, was dazu geführt hat, dass irgendwie ein Angriff auf einmal auf die zukam. Und ja, man kann es eigentlich so sagen, diese Szene hat man erwarten können und es war einfach geil, denn da kam halt Asta und auch Juno angetanzt und haben diesen Angriff von diesen Elfen einfach zurückgeschlagen, was meiner Augen wirklich eine richtig geile Szene war, muss man hier eigentlich mal erwähnen. Und verdammt, kommt schon, Leute, Nash hat angefangen zu heulen und auch Schwester Lily war einfach mega glücklich, als sie gesehen hat, wie ihre kleinen Jungs so groß geworden sind und ihr einfach mal geholfen haben. Also dieses Ende war einfach unglaublich genial und nächste Woche wird es dessen auch weitergehen. Damit endet auf jeden Fall Folge 101 von Black Clover. Ich weiß nicht, ob man genau sagen kann, ob das eine ruhige Folge war, aber für mich war das eine tolle Folge. Wir haben ja gesehen, Hage wird angegriffen und dann wird die auch noch von Asta und Juno gerettet. Solche Szenen finde ich eigentlich immer geil. Die gehen weg und werden dann größer, kommen zurück, retten dann alle. So etwas finde ich eigentlich immer nice und man muss ja auch wirklich sagen, ne, Schwester Lily hat sich wirklich hier einen Orden verdient. Ich meine, sie hat einfach selbst gekämpft, hat nicht viel magische Kraft, aber sie hat die Leute beschützt und das finde ich einfach klasse. Mal gucken, wer vielleicht stirbt. Vielleicht kann es ja gut sein, dass halt eben der Priester bzw. dieser Papst in der nächsten Folge sterben wird, weil ihr müsst verstehen, es sieht echt ernst aus. Das kann wirklich gefährlich werden. Also halten wir da mal lieber die Augen offen und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Folge gefunden habt, beziehungsweise auch die Animation, weil ich bin echt der Meinung, dass das eine Animation ist, die wirklich Standard sein sollte. So würde Black Clover aussehen, wenn das halt eigentlich von anderen produziert werden sollte, beziehungsweise von einem guten Produktionsteam. Ist meine Meinung eigentlich so, aber erwartet dann halt in den nächsten Folgen, dass die Animationen wieder runtergesenkt werden und in den nächsten 20, 30 Folgen wieder nice werden. Das ist halt so das, was ich noch sagen kann und ich hoffe doch auf jeden Fall, euch hat diese Review gefallen und es würde mich ja nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Zudem kann ich ja nochmal sagen, habt einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.